Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zur achten Sitzung Computerlinguistik in diesem Semester. Wie wir auf dem Semesterplan sehen, sind heute noch einmal Grammatikformalismen dran und wir werden heute die Lexical Functional Grammar kennenlernen. Wenn Sie an letztes Mal denken, sind wir davon ausgegangen, dass wir mit unseren normalen Phrasenstrukturregeln irgendwie ein Defizit hatten. Dadurch, dass wir sowas wie Kongruenz zwischen Determinierer und Nomen oder zwischen Verb und Subjekt nicht abgleichen konnten, weil das in diesen Regeln einfach nicht vorgesehen war und wir deswegen einen neuen Mechanismus brauchten. Und diesen Mecha oder als einen möglichen Mechanismus haben wir die Unifikation kennengelernt, sogenannte Unifikationsgrammatiken. Da hatten wir zuerst einen sehr einfachen Formalismus, nämlich Partout, kennengelernt und haben gesehen, dass wir dort ein angereichertes Lexikon und eine angereicherte Syntax haben. Also das war unser Lexikon und unsere Syntax vorher. Für den Satz "Der Soldat tanzt" brauchten wir diese drei Lexikonregeln und diese drei Syntaxregeln. Wie schon oft gesagt, das sind immer nur Ausschnitte aus einer großen Formel, Regelsammlung in der Syntax und einem großen Lexikon, wo im Idealfall alle Wörter einer Sprache drin stehen. Und wissen Sie, dass halt der Sprachschatz nicht begrenzt ist, sondern unendlich groß ist, sodass halt eben nicht nur alle Wörter, sondern auch Bildungsregeln über mögliche neue Wörter in diesem Lexikon kodiert sein sollten. Wir haben immer nur ein kleines Beispiellexikon und eine kleine Beispielsyntax, weil ich auch nur begrenzt Platz habe hier. Und ja, in Partout wurden die aber für den gleichen Satz, für "Der Soldat tanzt", brauchte ich auch drei Syntaxregeln und drei Lexikonregeln. Nur sehen Sie hier, diese Syntax ist angereichert durch sogenannte einschränkende Constraints, die bewiesen werden müssen, um diese Regeln anzuwenden. Das sind die sogenannten Regelkörper, hier unten, die zu dem Regelkopf gehören. Und im Lexikon hatten wir auch nicht nur jetzt die Kategorien kodiert wie vorher, sondern die Lexikoneinträge tiefer spezifiziert. Zum Beispiel durch so etwas wie Kongruenz oder Englisch Agreement. Mit diesem Lexikon und dieser Syntax haben wir dann diesen Satz "Der Soldat tanzt" geparst und sind dann schlussendlich genau hier angekommen, sodass wir den Satz dann repräsentiert hatten und zwar jetzt nicht in einer Baumstruktur, sondern in einer Merkmalstruktur. So eine Merkmalstruktur enthält aber leider nicht alle Informationen aus dem Satz. Zum Beispiel also diese Merkmalstruktur hier, das liegt an dem Formalismus, so wie ich ihn angewendet habe, beziehungsweise an den Merkmalen, die ich ausgewählt habe, enthält nicht die konkreten Wörter. Ja? Also der Soldat kommt hier nicht vor, tanzen kommt hier nicht vor, man sieht nur, dass es Präsens, also welches Verb auch immer vorgekommen ist, stand im Präsens und hatte ein Subjekt in der dritten Person Singular, Maskulin und Nominativ. Aber es ist schon sehr unterspezifiziert. Ja, man sieht auch nicht, ob das Subjekt jetzt einen Artikel hatte. Hatte es, der Soldat in dem Fall, der war definiert. Ja, diese Defizite ließen sich beheben, wenn wir weitere Merkmale, zum Beispiel halt eben sowas wie Brett, das ist, wir gleich noch sehen werden, die Bedeutung des Wortes, ja, und die Bedeutung des Wortes Soldat ist jetzt mal Soldat, man könnte das halt eben tatsächlich noch umschreiben als jemand, der bei einer Armee angestellt oder Teil einer Armee, eines Staates oder was auch immer. Ich kenne jetzt die konkrete Definition für Soldat nicht. Ich habe jetzt halt die Bedeutung von Soldat als Soldat angenommen. Dann so ein Merkmal wie definit. Hier haben wir der Soldat, nicht ein Soldat. Das heißt, definit wäre hier plus. Das hätten wir auch noch als Merkmal hinzufügen können. Ja. Um den Satz "Der Soldat tanzt" und "Tanzt der Soldat" zu unterscheiden, könnte man noch ein Satzmodus-Merkmal mit einfügen. Das wäre in dem Fall dann deklarativ.
Sie sehen, also man kann diese Merkmale beliebig erweitern, um tatsächlich Informationen aus dem Satz in diese Merkmalstruktur zu retten. Aber man schafft es tatsächlich nicht alle Informationen aus einem Satz, der halt eben linear ist, in eine Merkmalstruktur zu übertragen, die eigentlich ein Set aus ungeordneten Merkmalen ist. Und es fehlen einfach die Mittel, die wir vorher schon hatten, die wir jetzt aber irgendwie verloren haben durch die Merkmalstruktur, nämlich die Mittel eines Baumes, sowas wie phrasale Präzedenz und Dominanz auszudrücken. Ich habe diese beiden Relationen, Dominanzbeziehung hier von oben nach unten, das heißt, dieser Satzknoten dominiert die NP und die VP, diese NP dominiert das D und das N, die VP dominiert nur das V und so weiter. Präzedenz heißt, was kommt vor welchem anderen Element? Also der kommt vor Soldat und Soldat kommt vor Tanz. Das D kommt vor dem N und so weiter. Sowas lässt sich nicht in einer Merkmalstruktur oder nicht besonders gut in einer Merkmalstruktur ausdrücken. Man könnte sich da auch Merkmale für ausdenken. Eigentlich ist das sinnlos, weil man halt eben für den Ausdruck dieser Art von Beziehung schon eine Datenstruktur hat, die die besonders gut ausdrücken kann, nämlich einen Baum. Und wie wir jetzt eine solche Merkmalstruktur mit einem solchen Strukturbaum verbinden können, werden wir in dieser Stunde erörtern. Das werden wir tun anhand der Lexical Functional Grammar, LFG oder LFG, die wir eben als Kompletttheorie kennenlernen, neben dem einfachen Formalismus Passepartout vom letzten Mal. Wozu wir dieses Semester nicht kommen werden, sind HPSG und die generative Grammatik nach Chomsky. Das sind auch Grammatikformalismen, die Dinge ein bisschen anders behandeln. Aber ich glaube, ich hoffe, dass Sie mit dem Formalismus der LFG einen Einblick darin kriegen, wie gearbeitet werden kann in solchen Grammatikformalismen und andere setzen andere Schwerpunkte. Wir schauen uns diesen hier an. Zuerst ein paar Grundbegriffe, weshalb lexikalisch-funktionale Grammatik oder Lexical Functional Grammar. Deswegen, weil erstens sprachliche Phänomene durch lexikalische Regeln charakterisiert werden. Andere Grammatikformalismen, vor allem die Governmental Binding Theorie oder das minimalistische Programm von Chomsky, versuchen möglichst viele Regeln nicht lexikalisch, sondern syntaktisch zu fassen, also durch die Struktur zu determinieren. Hier werden sehr viele Regeln lexikalisch ausgedrückt. Was das zweite Element im Namen angeht, nämlich funktional, hier werden funktionale Strukturen, also ne, was funktioniert im Satz als was, ne, als Objekt oder als Subjekt oder als Prädikat, werden hier als mathematische Funktionen betrachtet. Da kommen wir im weiteren Verlauf auch noch zu, das können Sie sich jetzt schon mal merken. Es gibt einige zentrale Begriffe, die Sie sich merken müssen. Es gibt verschiedene Repräsentationen in der Lexical Functional Grammar. Ich habe hier tatsächlich nur zwei rausgegriffen, die C-Struktur und die F-Struktur, Constituent Structure und Feature Structure. Es gibt noch eine Menge mehr Strukturen in neueren Entwicklungen auch der Lexical Functional Grammar, wenn Sie das interessiert. Das wäre dieses Buch, Lexical Functional Grammar, an Introduction von Börjans, Nordlinger und Sattler. Das ist eine Kompletteinführung in die Lexical Functional Grammar, die wir hier in der Tiefe nicht machen können. Deswegen habe ich Ihnen am Ende einen anderen Literaturtipp, nämlich Christa Butt, gegeben, die Sie lesen sollten, um diese Stunde zu wiederholen. Kommen wir aber nachher noch zu. So, also wir haben zwei Strukturen. Und wir werden sehen, dass die eine, nämlich die C-Structure, eine Baumstruktur ist und die andere, die F-Structure, eine Merkmalstruktur. Ja, und genau diese beiden liegen dort vor und die müssen irgendwie verknüpft werden. Was in der
LFG die Functional Projection Function macht. Auch da kommen wir nochmal genauer zu. Und es gibt sogenannte Wohlgeformtheitsregeln über F-Strukturen. Drei Stück. Auch die werden wir nachher noch kennenlernen. Kommen wir erstmal zur C-Struktur und zur F-Struktur. Die C-Structure oder Constituent Structure, auf Deutsch Konstituentenstruktur, das sind tatsächlich Baumdiagramme. Die sind aufgebaut durch kontextfreie Regeln, wie wir sie schon lange kennen, und enthalten Informationen über phrasale Dominanz und Präzedenz. Die F-Structure oder F-Struktur, Functional Structure oder funktionale Struktur, ist eine Merkmalstruktur, die Informationen zum Beispiel über die Prädikat-Argument-Struktur enthält und morphosyntaktische Kategorien festlegt, Tempus, Kongruenz und so weiter. Ja, und hier haben wir quasi beides vorliegen. Diese beiden Strukturen sollen nicht einfach so nebeneinander stehen, sondern sollten halt irgendwie verbunden sein. Ja, ansonsten hätten wir quasi zwei Formalismen, die nichts miteinander zu tun hätten. Wir wollen aber gerne einen Formalismus haben. Und diese Strukturen werden verbunden durch das sogenannte Mapping, oder einen Abgleich der enthaltenen Informationen durch angereicherte Phrasenstrukturregeln. Auch hier haben wir also wieder angereicherte Phrasenstrukturregeln, nämlich kontextfreie Regeln plus beschränkende Constraints. Soweit sieht es halt so aus wie in Patatou. Jetzt gibt es allerdings noch die Neuerung, dass es so einen Fall hoch oder ab und einen Fall runter, down gibt. Ja, und die bezeichnen F-Strukturen in korrespondierenden C-Strukturpositionen. Hört sich jetzt kompliziert an, wird aber gleich klarer, wenn wir das an einem Beispiel erläutern. Das Up, der Pfeil hoch, bezeichnet dabei das Attribut des Mutterknotens. Down, oder Pfeil runter, bezeichnet dabei das Attribut des Knotens selbst. Schauen wir uns das mal an einem Beispiel an. Hier nochmal zur Erinnerung, unsere ursprünglichen kontextfreien Syntaxregeln mit unserem sehr einfachen Lexikon, angereichert in Patatou durch Constraints bzw. durch komplexe Merkmalstrukturen. Jetzt mag man davon ausgehen, dass LFG noch ausgefeiltere Theorie ist, deswegen die Regeln noch komplexer werden. Aber sehen, sieht eigentlich was einfacher aus. Das liegt erstens daran, dass wir uns im Lexikon hier diese Klammerstrukturen sparen und stattdessen auch hier wieder die einzelnen Wörter haben. Diese einzelnen Wörter sind einer bestimmten Kategorie zugeteilt. Hier der, ein Determinierer. Und dann gibt es hier noch so Einzelmerkmale, offensichtlich, mit diesem Pfeil hoch. Ja, also ab Definitheit ist plus von der, ab Person ist 3. Und wie wir uns erinnern, bezeichnen diese Merkmale oder dieses Ab bezeichnet nicht das Merkmal des Knotens selbst, sondern das des Mutterknotens, das einen drüber. Haben wir hier irgendwie noch nicht, sehen wir aber gleich im Verlaufe des Beispiels. Ja, Soldat, hier genauso, ist von Kategorie Nomen, hat der Mutterknoten offensichtlich das Genus Maskulin und das Numerus Singular. Und jetzt haben wir hier noch sowas wie Prät, also die Bedeutung, Prädikat. Und die Bedeutung von Soldat ist halt erstmal Soldat. Ja? Wie gesagt, hier könnte auch eine etwas ausgefeiltere Erläuterung stehen, aber ich nehme jetzt halt einfach mal die einfachste Möglichkeit an. Ja? Offensichtlich hat sowas wie der keine Bedeutung, sondern halt eben tatsächlich nur Merkmale, Definitheit und Person. Ich habe hier extra Numerus, Singular und Genus Masculinum weggelassen, weil das hier ein generischer Der-Eintrag ist. Ja? Der gilt auch für Plural Femininum zum Beispiel im Genitiv und im Dativ. Deswegen habe ich hier einen generischen Eintrag verfasst. Es ist immer definiert, es ist immer dritte Person. Aber ich habe jetzt die anderen Merkmale erstmal weggelassen. Das kommt halt darauf an, man kann das auch so machen, dass man mehrere Lexikoneinträge
für ambige Wörter erzeugt. Also jetzt hier ein Lexikon-Antrag für der im Singular Maskulinum und im Plural Femininum, Singular Maskulinum, müsste dann halt eben noch Nominativ dazu, Plural Femininum, Dativ und Genitiv. Ja, also ich bräuchte dann halt eben tatsächlich drei Einträge. Beziehungsweise, wenn es Femininum ist, dann ist es egal, ob es Plural oder Singular ist, es ist halt eben dann insgesamt der. Ja. Der Kuchen der Frau und der Kuchen der Frauen. Jetzt, beides. So, dazu jetzt aber genug hier zu diesem Nomen. Das ist, wie gesagt, halt eben auch sehr vereinfacht. Hier können noch eine Menge mehr Merkmale stehen, je nachdem, wie man halt den Formalismus umsetzt. Hier geht es mir nur darum, zu zeigen, wie der im Grunde funktioniert. Und da reichen mir halt eben diese Einträge so aus. Dann haben wir noch den Eintrag für tanzt. Hier, tanzt ist ein Verb. Auch tanzt hat eine Bedeutung, nämlich, und jetzt sehen wir, hier steht jetzt nicht Tanz, sondern Tanzen. Ja? Weil Singular ist so kodiert, dass gesagt wird, von meinem Mutterknoten das Subjekt, das kriegt den Numerus Singular, und von meinem Mutterknoten das Subjekt kriegt die Person 3. Und das ist halt eben zugleich auch kodiert, dass hier Tanzen im Singular dritte Person Nominativ steht. Hier sehen wir aber noch bei Tanzen, dass Tanzen halt nicht nur die Bedeutung Tanzen hat, sondern bei Verben ist zusätzlich in LFG noch mit kodiert, was die für Mitspieler brauchen. Ja, Tanzen ist hier ein intransitives Verb, das braucht nur ein Subjekt, und das ist hier kodiert in so Spitzenklammern. Ja, merken Sie sich halt einfach den Formalismus. Zur Syntax. Ja, das ist tatsächlich jetzt doch sehr abgespeckt im Vergleich zu Partitur, was wir hier nochmal sehen. Haben wir jetzt offensichtlich eine relativ schmale Beschreibung. Nämlich wir haben nur diese komischen Pfeile, Pfeil hoch und Pfeil runter. Und was hier steht, ist, wenn wir mal die VP-Regel, das ist die einfachste in dem Fall, nehmen, haben wir einen einschränkenden Constraint, also VP wird zu V. Der einschränkende Constraint ist, dass Pfeil hoch gleich Pfeil runter ist, was nichts anderes heißt, als das da oben, das bin ich. Ich könnte noch einen weiteren einschränkenden Constraint hier mit dazu holen, den ich jetzt halt nicht, eigentlich nicht mit aufgeführt habe, nämlich, dass es ein intransitives Verb sein muss, weil in dem Fall kein Objekt vorhanden ist. Ja, bei sowas wie wohnen, der Soldat wohnt, ist irgendwie ein bisschen schief, weil wohnen eigentlich ein Präpositionalobjekt oder zumindest eine adverbiale Ergänzung oder was auch immer verlangt. Ja, deswegen gilt diese Regel nur für intransitive Verben. Ich habe das jetzt hier nicht kodiert, um das nicht unnötigerweise zu komplizieren. Was ich hier natürlich noch hätte machen können, ist, dass ich Tempos noch kodiert hätte. Das hatten wir beim letzten Mal auch. Wie gesagt, das ist halt eben alles nur eine Auswahl. Tempos ist present. Presence. Gut, hier zurück hier in die Syntax. NP wird zu DN. Auch hier steht irgendwie bei beiden Elementen jetzt nur, dass da oben bin ich und das da oben bin ich. Also sie streiten sich quasi darum, wer jetzt halt eben das da oben sein darf. Wir werden aber sehen, das ist kein großes Problem, weil wir hier nur eine lexikalische Kategorie haben. Kommen wir gleich zu. Und hier, diese Regel sieht jetzt noch am kompliziertesten aus. Unser Satz besteht aus einer NP und einer VP. Offensichtlich sagt die NP, von dir da oben das Subjekt, das bin ich. Und die VP sagt, das da oben, das bin ich. Soweit, so gut. Ja, schlucken Sie das erstmal, dass wir gewonnen haben, ist, dass wir diese riesen Klammerstrukturen nicht mehr machen müssen und dass offensichtlich unsere Syntaxregeln sehr viel schmaler zu schreiben sind. Was auf der negativen Seite dazu kommt, sind diese Pfeile, ja, die wir jetzt erstmal interpretieren müssen. Aber ich denke, das wird gleich. So, erlauben Sie mir, dass wir das Beispiel jetzt nicht an diesem Satz, den wir schon letzte Stunde hatten,
vollführen werden, sondern dass ich einen anderen Satz mit einer etwas anderen Struktur und genau gleich vielen Wörtern wähle, nämlich den Satz Leopold kauft Nierchen. Mag Ihnen etwas seltsam erscheinen, der Satz, aber wenn Sie daran denken, dass diese Stunde hier vorbereitet wird für den 16.06.2020, dann ist das der 116. Bloomsday. Und am Bloomsday spielen Nierchen und Leopold eine Rolle. Können Sie gerne nachschauen, was es damit auf sich hat, wenn Sie es nicht schon wissen. Für diesen Satz Leopold kauft Nierchen müssen wir auch wieder einen anderen Ausschnitt aus dem Lexikon nehmen, aus unserem großen Lexikon, nämlich mit den drei Einträgen Leopold, Nierchen und kaufen, beziehungsweise kauft. Leopold hat die Bedeutung Leopold, ist Maskulinum und im Singular. Nierchen hat die Bedeutung, hier habe ich das jetzt mal was ausgeführt, Niere klein. Genus ist Neutrum, Numerus ist Plural. Kauft hat die Bedeutung kaufen. Und zwar ist kaufen jetzt ein transitives Verb, ja, mit einem Subjekt und einem Objekt. Und das Subjekt von dem Mutterknoten sollte im Singular sein. Das Subjekt von der Person, von dem Mutterknoten sollte die Person 3 haben und den Kasus Nominativ. Und der Mutterknoten sollte außerdem das Tempus Präsens haben. Ja? Wie gesagt, das ist immer nur eine Auswahl von Merkmalen, die ich hier schreibe. Indikativ, aktiv könnte da noch mit reinkommen. Aber das lasse ich hier weg, weil wir das gerade nicht brauchen. So, Syntax sieht auch so ähnlich aus. Und zwar haben wir ja, jetzt halt eben unsere NP bestehen beide aus nur einem Nomen. Das ist Nomen, als sagt das da oben, das bin ich. Die VP besteht jetzt aus einem Verb und einer Nominalphrase. Das Verb sagt, das da oben bin ich. Die Nominalphrase sagt, von dir da oben, von dem da oben das Objekt, das bin ich. Ja, up, Object gleich down. Die NP, das ist die gleiche Regel wie gerade eben. Ja, die NP, die direkt unter den Satzknoten sagt, ich bin das Subjekt meiner Mutter. Und die VP sagt, meine Mutter bin ich. Ab gleich down. Ja, das wird gleich hoffentlich etwas klarer. Das klappt. Das ist der Satz in einer Baumstruktur. Ja, wie habe ich diese Baumstruktur gebaut? Ich habe ja einfach hier diese kontextfreien Syntaxregeln zusammengebaut und das Lexikon dazu genommen. Das heißt, quasi so wie ich es vorher gemacht habe, jetzt irgendwie so ein bisschen on the fly. Das kann tatsächlich halt so aufgebaut werden. Was allerdings jetzt anders ist in der LFG, ist, dass wir hier jetzt komplexere Knoten haben. Ja? Weil unter diesen Knoten steht jetzt von dir die Bedeutung ist Leopold. Ja? Also das steht halt hier bei Leopold dran. Das heißt, jetzt sehen wir auch, was dieser Mutterknoten zu bedeuten kann, nämlich hier. Das wäre in dem Fall das Nomen. Der Mutterknoten von diesem kauft ist dieses V. Der Mutterknoten von dem Nierchen ist dieses N. Jetzt haben wir aber noch die Ups und Downs in unseren Syntaxregeln. Und auch die muss ich eigentlich oder muss ich hier in meinem Baum kodieren. Ja? Das heißt, diese Nominalphrase sagt, von dir da oben das Subjekt, das bin ich, das Subjekt von diesem Satz. Also, ja, also hoch heißt immer, ist immer eine Referenz auf den Mutterknoten. Hier ist die Referenz auf den Mutterknoten die NP. Hier ist die Referenz auf den Mutterknoten diese VP. Ja, also wir haben eigentlich nichts anderes gemacht, als unseren Satz mit kontextfreien Syntaxregeln gepasst. Aber jetzt schreiben wir halt eben noch eine Menge an unseren gepassten Satz dran. Weil jetzt beginnt das Eigentliche, was die LFG ausmacht, nämlich der Abgleich von diesen Constraints mit den Merkmalen, die aus dem Lexikon kommen. Das kann ich allerdings nicht hier in diesem kleinen Feld machen, sondern dafür lege ich mir. So, jetzt haben wir
quasi alle Informationen, die wir im Lexikon und in der Syntax hatten, hier in diese C-Struktur reingepackt. Aber wir haben diese C-Struktur noch nicht aufgelöst und noch nicht mit der F-Struktur verknüpft. Das mache ich, indem ich erstmal diese C-Struktur etwas vergrößere, damit sie sich dort besser orientieren können. Und was machen wir jetzt? Wir haben noch gar keine F-Struktur, aber wir erzeugen jetzt F-Strukturen. Und zwar, ich hoffe, das klappt, für jeden Knoten in der C-Struktur erzeugen wir eine neue F-Struktur. Das heißt, ich habe hier eine F-Struktur. Ja, das ist noch eine leere Merkmalstruktur, die ordne ich diesem Satzknoten zu, nenne die F1. Ich könnte auch woanders anfangen und das F1 nennen, ja, die Benennung ist egal. Aber diese F-Strukturen müssen benannt werden. Ich mache dann hier weiter, das ist dann F2. Und letztlich sehen Sie, dass ich jeden dieser C-Strukturknoten, also Knoten in meiner Konstituentenstruktur, eine eigene F-Struktur zuordnen. Hier von F1 bis F7. Jetzt schaue ich mir nochmal genauer diese Constraints hier an. Das hier sagt ja Mutterknoten. Mutterknoten ist der Satzknoten, aber der hat die F-Struktur F1. Und das ist hier das Entscheidende. Das heißt, von meinem Mutterknoten, das Subjekt, bin ich, heißt, Merkmalstruktur F1 hat ein Subjekt und das ist F2. Ja, ich habe hier die Pfeile einfach durch die korrespondierenden C-Struktur-Knoten bzw. die Merkmalstrukturen, die da dranhängen, ersetzt. Ja, hier stand vorher Pfeil hoch, das ist jetzt F1, hier stand vorher Pfeil runter, das ist jetzt F2. Wie gesagt, Pfeil hoch immer Mutterknoten, Pfeil runter immer Knoten selbst. Ja, wenn ich das jetzt hier weitermache, habe ich hier ersetzt F1 ist gleich F3 und für alle weiteren Knoten habe ich das jetzt auch gemacht. Das heißt, ich habe jetzt nichts anderes gemacht, als die Verweise, ja, diese Pfeile, diese Ups und Downs ersetzt durch die tatsächlichen F-Strukturen in den entsprechenden C-Struktur-Positionen. Entschuldigung. Jetzt habe ich hier Gleichung. Ja, F1 Subjekt gleich F2, F1 gleich F2, F3 Objekt gleich F6, F7 gleich F6 und so weiter. Das heißt, ich habe hier ein funktionales Gleichungssystem. Das sind nichts anderes als die Gleichungen, die ich hier aus diesem Baum zusammengetragen habe und die ich jetzt hier habe. Und mit diesem Gleichungssystem können wir jetzt weiterarbeiten und versuchen, diese F-Strukturen, die ja alle noch, wie Sie sehen, leer sind, das sind alles leere Merkmalstrukturen, langsam zu füllen. Wir haben jetzt einerseits unser funktionales Gleichungssystem, was ich hier aus den einzelnen Strukturbaumknoten entnommen habe, und andererseits hier unten an unseren lexikalischen Knoten noch weitere Informationen, die jetzt auch darauf warten, in den Baum reingebracht zu werden, durch diese Ups. Wie sollen diese Informationen jetzt nach oben geschoben werden? Und andererseits werden diese Informationen dann in den Baum über dieses Gleichungssystem abgeglichen. In welcher Reihenfolge man das macht, ist eigentlich gleichgültig. Das heißt, man kann mit dieser Regel hier anfangen, man kann damit anfangen, Nierchen in den Baum zu schieben, man kann mit der Regel hier oben anfangen oder was auch immer. Ich habe mich jetzt entschlossen, tatsächlich hier unten rechts anzufangen. Das ist, wie gesagt, völlig gleichgültig. Wir machen halt jetzt ein rechts nach links Parsing oder wie auch immer, weil am Ende immer das gleiche Ergebnis rauskommen muss in diesem Gleichungssystem. Und zwar habe ich hier den Knoten F7 gesehen. Das ist am Anfang eine leere Merkmalstruktur. Jetzt kommt aber hier Nierchen als lexikalischer Eintrag und hat gleich drei Informationen parat für den Knoten darüber, also für F7. Nämlich, dass die Bedeutung Niere klein ist, dass das Genus Neutrum ist
und dass der Numerus Plural sein soll. Ja, das habe ich hier eingetragen in diese Merkmalstruktur F7. Jetzt steht hier F7 gleich F6. Das heißt, F7 wird gleich F6 gesetzt. Was nichts anderes heißt, als dass ich vor diese Merkmalstruktur auch F6 schreiben kann. Mit einer tiefgestellten 6. Ja, also diese Merkmalstruktur ist jetzt sowohl F7 als auch F6. Also hier diese Gleichung, die kann ich auch mal durchstreichen, ja, weil ich quasi diese Gleichung schon gelöst habe. Ich habe F6 gleich F7 gesetzt, und zwar indem ich F7 wurde mir halt gefüllt von diesem Nierchen, und das habe ich gleich mit F6 gesetzt. Ja, das heißt, hier oben F6 ist das gleiche wie F7, nämlich hier, es hat die Bedeutung Niere klein, Genitiv Canus Nordrum und Numerus Plural. Und es ist von irgendwem das Objekt. Ja, auch das kann man mal sagen, man weiß halt eben noch nicht genau von was, das ist halt eben in dem Fall von F3, da könnte ich jetzt vorschreiben, aber F3 haben wir noch nicht. Deswegen kann ich das Objekt auch nochmal verdeckt lassen. Das decken wir gleich auf, ja. Kümmern wir uns um diese Gleichung gleich. Was wir noch haben, ist, dass Leopold hier in den Baum reingeschoben wird, und zwar auf die Position F4. So. Die Information haben wir noch gar nicht. Entschuldigung. Leopold hat die Bedeutung Leopold, hat hat Maskulinum als Genus und hat Singular als Numerus. Und diese F4, das wir haben, wird gleich F2 gesetzt. Das heißt, auch hier können wir das Gleiche machen. Und F4 mit F2 gleichsetzen. Das heißt, in meiner Repräsentation hier, dass ich einfach F4 und F2 der gleichen Merkmalstruktur zuordne. Und damit auch diesen Constraint oder halt diese funktionale Gleichung erledigt habe. Durchgestrichen sieht ja nicht so schön aus, aber wenn ich merke, wie hier unten ist, und das haben wir jetzt quasi schon bewiesen. So, als nächstes kann ich auch das Verb, meine Verbinformation hier nach F5 schieben. Ja, das ist also mein Verb hat die Bedeutung kaufen und hat ein Subjekt und ein Objekt. Das habe ich jetzt nicht mehr auch noch nicht noch hier hinter geschrieben, sondern hier Subjekt und Objekt. Ich habe es halt was versetzt gemacht. Erstens ist es länger, zweitens hat es aber noch einen anderen Grund. So, und dieses Subjekt, da haben wir auch Informationen zu, weil das Subjekt soll Numerus Singular, Person 3 und Kasus Nominativ haben. Und zum Objekt haben wir jetzt keine weiteren Informationen. Ja? Also es gibt keine Objekt-Verb-Kongruenz im Deutschen. Das heißt, vom Objekt wissen wir tatsächlich halt gar nichts. Ja? Außer, dass es vielleicht semantisch, dass es gekauft werden kann. Gut, auch hier sehen wir, dass F3 gleich F5 gesetzt wird. Das ist diese Regel hier. Das heißt, dass ich hier also F3 setzen kann und das Ganze tiefer stellen kann. Und damit diese Gleichung hier erledigt habe. Entschuldigung, diese Gleichung hier erledigt habe. War ich schon einen Schritt zu weit. Aber hier sehen wir, dass halt F3, ja, was jetzt auch hier steht, weil ich es gleich F5 gesetzt habe, auch noch gleichgesetzt wird hier mit F1. Ja, das heißt, dass ich hier nicht nur F3 und F5 vorstehen habe, sondern tatsächlich auch kann mich ändern, ich wollte.
Probieren wir es so. Ging das? Vorher nicht ging, weiß ich nicht. Da müssen wir Google Zeichnungen fragen. Genau, das wird tief gestellt und das hier wird durchgestrichen. Jetzt haben wir tatsächlich in unserem funktionalen Gleich, also wir haben immer noch drei nicht weiter miteinander verbundene F-Strukturen, aber immerhin nur noch drei. Hier hatten wir ganze sieben. Die haben wir jetzt quasi zu drei eingekürzt. Und wir haben aber noch zwei Regeln übrig, mit denen wir auch diese F-Strukturen noch verknüpfen könnten. Wir haben nämlich unter anderem hier stehen, dass F1 Subjekt gleich F2 sein soll. Das heißt, F1, das ist diese Struktur hier, die hat ein Subjekt. Dieses Subjekt hat auch hier schon Informationen. So, das muss aber jetzt unifiziert werden mit F2. Ja, und F2 haben wir hier. Haben wir also, wir müssen diese Merkmalstruktur hier unifizieren mit dieser Merkmalstruktur. Ein Numerus Singular haben wir bei beiden. Wir haben Person 3, das haben wir oben, nicht nur da oben, und Kasus Nominativ. Nicht so gut geklappt. So, ja, also jetzt haben wir quasi die beiden hier erweitert mit Maskulinum und der Bedeutung haben wir nichts weiter zu tun. Das heißt, wir können das hier eigentlich löschen. Und das noch löschen und können sagen, weil dieses Subjekt ist eigentlich nichts anderes als das hier. Ja, weil das Subjekt von F1 habe ich hier gelöscht, wollte ich nicht. Das Subjekt von F1 ist nichts anderes als mein Leopold. Und dann müssen wir dementsprechend halt auch diese Merkmalstruktur verlängern. Ja, weil die tatsächlich jetzt dieses Objekt mit. Ja, nicht so richtig schick, aber es geht so. Kann die Zeichnung sicherlich schöner anfertigen. Aber ich hoffe, man versteht hier, was ich meine. Ja, also wir haben etwas, was offen ist und was ich noch vergessen habe zu übertragen, stimmt, ist das Tempus. Können wir hier auch eintragen. Tempus ist, das war schon vorher drin, habe es nur vergessen einzutragen. Presets. Es kam auch aus diesen lexikalischen Knoten hier, die Information. Ansonsten habe ich, glaube ich, alle drin. So, und wir haben diese Regel, F1 Subjekt, gleichgesetzt mit F2. Und das heißt, hier unifiziert mit F2. Können wir das streichen? Bleibt eine einzige Regel übrig und da müssen wir nicht viel anderes machen, als dieses Objekt hier vom Verb unifizieren mit dem Objekt, mit F6 in dem Fall, F3-Objekt, F3 haben wir hier, das Objekt ist hier eine leere Merkmalstruktur, die kann man mit allem unifizieren, was da angelaufen kommt, in dem Fall ist es hier das Objekt, das heißt, hier oben kann ich es löschen und dementsprechend hier meine eine Merkmalstruktur. Ach komm. Ist richtig schön dran. Doch hier. Ja, und genauso hier das schiefe Ding kann ich hier runterziehen. Und habe damit meine letzte funktionale Gleichung, das ursprünglich im Constraint war, in meiner Syntax, wenn Sie sich erinnern,
Habe ich aufgelöst. So, und jetzt habe ich tatsächlich hier eine F-Struktur, die alles umfasst. Und diese F-Struktur ist gleich eine dreifache F-Struktur, nämlich F1, F3 und F5. F1, F3 und F5. Ja, das heißt, an diesen drei Positionen finde ich genau diese gesamte F-Struktur. An F2 und an den Positionen F2 und F4, also hier und hier, finde ich genau diese F-Struktur hier. Und an den Positionen F6 und F7 finde ich hier mein Objekt. Ja, das heißt, theoretisch könnte ich mal machen. Das darf es nicht sein, ich muss es ganz klein machen. Und gucken, dass hier mal gespiegelt ist. Das weiß der Himmel. Die Folge ist aus. Nicht gespiegelt. So, und das Ding hier, ich muss es noch kleiner machen, steht tatsächlich halt hier oben. Ja, das ist F1, F3 und F5. Das heißt, das steht halt nicht nur hier oben, sondern es steht auch hier und hier. Ja, das ist noch kleiner. Jetzt können Sie es nicht mehr lesen. Aber das ist halt das Resultat, was wir aus diesem funktionalen Gleichungssystem herausbekommen haben. Ja, das heißt, es steht nicht nur dort, sondern auch hier. Und auch hier. Ja, das ist diese F-Struktur, die an drei verschiedenen Positionen steht. Das drückt sich damit aus, dass es halt eben F1, F2 und F3 heißt. Aber es ist tatsächlich die identische Struktur. Ja, das heißt, es ist unifiziert worden. Ein weiteres. Mal zu Ende. Wie gesagt, Sie können das da nicht lesen, aber vielleicht zumindest so nachvollziehen. Das muss ich ganz klein machen. Das ist mein Subjekt und das steht unter anderem hier. Und hier. Ja, und meine Objekt-F-Struktur. Kann ich mal fotografieren. Gespiegelt, warum auch immer. Das kümmern wir uns noch nicht drum. Die steht jetzt hier und hier. So. Das nervt mich jetzt doch, dass das gespiegelt ist. Keine Reflexion. Wer will denn überhaupt Reflexion haben? Niemand. So. Also, was haben wir gehabt? Gehen wir nochmal kurz zurück. Ein Satz, Leopold kauft Nierchen, ein Lexikon und eine Syntax. Und mit Syntax und Lexikon haben wir dann diese C-Struktur aufgebaut. Wir haben die Lexikon-Einträge oder die Lexikon-Informationen hier unten im Baum übernommen und haben die Syntax-Constraints in den Baum übernommen. Also, genau da, dort, wo sie halt stehen. S wird zu NP. Die NP sagt, das Subjekt von dir da oben, das bin ich. NP, Subjekt von dir da oben, das bin ich. Und eine VP, die sagt, das da oben, das bin ich. Ja, Abgleich down. Deswegen stehen die beiden Regeln hier. Die haben wir einfach übernommen und dann in dem größeren Beispiel jedem dieser Knoten eine F-Struktur zugeordnet. Das war am Anfang, waren das halt eben leere F-Strukturen. Dieses hier. Und dann haben wir diese Regel von dir da oben, das Subjekt, das bin ich. Das war die Regel vorher. Da haben wir dann die F-Strukturen eingesetzt. Also F1 Subject gleich F2. Damit haben wir ein funktionales Gleichungssystem aufgestellt. Und mit diesem Gleichungssystem konnten wir dann unsere F-Struktur oder unsere F-Strukturen, ja, insgesamt sind es ja 6, die wir aber durch Gleichsetzung zu 3 runter kondensiert haben. Und diese 3 F-Strukturen
sind auch noch miteinander verbunden. Nämlich zwei von diesen F-Strukturen übernehmen halt Rollen in der größeren F-Struktur. Ja, hier im Rollen von Verb als Subjekt und als Objekt. Wir haben auch gesehen, dass auch hier wieder Unifikation stattfand. Das habe ich so ein bisschen on the fly gemacht. Nämlich hier wurde das Agreement zwischen Subjekt und Verb abgeglichen. Dadurch, eben durch diese Regel hier, die wir vorher hatten, durchstreiche das mal alles. Format. Nicht mehr durchstreichen, dann ist alles durchgestrichen. Ist nicht mehr. Durch diese Regel hier wurde das halt mit den lexikalischen Informationen abgeglichen. Das heißt, hier Numerus von Leopold wurde abgeglichen hier mit Subject Numerus von Kaufen. Ja, und Subject kam hier oben. Ja, dass Leopold das Subject ist, das wusste der hier oben. Und das halt eben dementsprechend das abgeglichen werden musste. Ja, mit Nierchen. Nierchen kauft Leopold hätte nicht funktioniert. Also hätte funktioniert, wenn halt das Objekt vorne gestanden hätten. Aber mit Nierchen als Subjekt hätte das nicht funktioniert. Weil hier wäre der Numerus Plural gewesen. Und der hätte nicht mit diesen Subject-Numerus, der Singular gefordert hat, in Übereinstimmung gebracht werden können. Was ich hier nochmal dran schreiben kann, ist, dass das hier, kann man auch richtig schön groß machen, die C-Structure ist, dieser Baum. Und Sie sehen, das ist halt auch schon, ne, in diesem Baum habe ich jetzt die ganzen F-Strukturen reingemalt, aber ne, die F-Strukturen sind jetzt also reingemalt, ich habe sie reinkopiert, und zwar halt sehr klein, aber diese F-Strukturen sind genau hier gesammelt. Und Sie sehen, dass wir halt eben tatsächlich eine C-Struktur haben. Reinschreiben. Insgesamt sieben F-Strukturen. Und diese F-Strukturen sind tatsächlich halt eben in diesen korrespondieren zu C-Struktur-Knoten. So, jetzt ist ein sehr kompliziertes Bild raus geworden, aber ich hoffe, in der Herleitung, können Sie es ja nochmal anschauen, ist es doch klar, was wir gemacht haben. Wir haben tatsächlich jetzt zwei verschiedene Strukturen. Wie gesagt, in der LFG werden auch noch mehr Strukturen angenommen, eine prosodische Struktur, wie wird was betont, beziehungsweise wie ist die Satzmelodie, das ist auf einem eigenen Layer oder einer eigenen Struktur, die Argumentstruktur, das heißt, wer übernimmt welches Argument, Leopold ist hier das Agens, das Nierchen ist das Patiens, also das, was geklaut wird, Leopold ist der, der handelt, ist in der eigenen Struktur, es gibt morphologische Auflösungen in der eigenen Struktur. Was wir jetzt alles nicht behandeln können. Ja, diese C-Struktur und die F-Struktur sind mir jetzt erstmal die wichtigsten gewesen, weil sie halt hier schön zeigen können, wie man mit einer schmalen Syntax und einem relativ schmalen Lexikon dazu kommt, diesen Feature, diesen Kongruenzabgleich machen zu können. Ja, und halt eben mal hier auch den Kasus zu vergeben. Ich mache nämlich hier das Verb. Das hätte man auch strukturell machen können. Hier ist aber Teil vom Verb. Wir können auch nicht behandeln, was passiert bei Nierchen werden gekauft. Dort gibt es halt tatsächlich auch lexikalische Regeln. Ja, das gekauft werden zeigt halt an, dass es kein Agens mehr gibt. Ja, das fällt raus oder wird durch eine Präpositionalphrase wieder mit eingebracht. Also Nierchen werden von Leopold gekauft, aber nicht Nierchen werden gekauft Leopold, ja, sowas funktioniert nicht, sondern das Oberflächensubjekt oder halt eben das Agens geht irgendwie verschwunden und dafür kriegt Nierchen dann entsprechend den Kasus, das sind, wird auch als lexikalische Regeln ausgedrückt. Wie gesagt, wenn Sie dort tiefer einsteigen wollen, was Sie vielleicht machen im Linguistikstudium, gibt es eine Menge von Literatur dazu, weil auch diese LFG noch eine Theorie ist, die weiter betrieben wird und die sich sehr gut computerlinguistisch umsetzen lässt. Das soll aber hier erstmal reichen.
wie wir vorgegangen sind und von der C-Struktur zur F-Struktur und wieder zurückgekommen sind. Ja, Sie sehen, dass die beiden jetzt verbunden sind. Was bleibt mir noch zu sagen? Ah, ich habe noch ein bisschen Präsentation. Ich muss sie noch finden. Hier ist sie. Wiederholen Sie das nochmal gerne. Fall hoch und Fall runter ist jetzt sehr viel klarer, dadurch, dass wir einen Strukturbaum haben und in diesem Strukturbaum eben navigieren können, nach oben oder nach unten. Beziehungsweise nach unten ist ja nicht nach unten, sondern tatsächlich der Knoten selbst. Genau, als letztes für heute gibt es noch Wohlgeformtheitsregeln über F-Strukturen. Und zwar sind es genau drei, die mehr oder weniger halt eben aussagen, dass die Unifikation nicht scheitern darf und dass halt genauso viele Argumente, wie gefordert sind, da sein müssen. Und nicht mehr und nicht weniger. Die drei Regeln, die Sie sich merken sollten, Wohlgeformtheitsregeln, sind die Functional Uniqueness. Das heißt, Attribute dürfen maximal einen Wert haben. Ja, so ein Attribut wie Genus darf nicht zugleich Maskulinum und Femininum sein und Neutrum, wenn Sie so wollen, sondern es darf tatsächlich nur eine Ausprägung haben. Wenn es das nicht hat, dann scheitert die Unifikation und der Satz wird als nicht zur Sprache gehörig gemarkt. Dann gibt es die beiden weiteren Wohlgeformtheitsregeln, nämlich die Completeness. Das heißt, alle vom Verb oder alle vom Prädikat geforderten grammatischen Funktoren müssen vorhanden und belegt sein. Was hatten wir hier für ein Beispiel? Leopold kauft oder kauft Nierchen sind keine vollständigen Sätze. Ja, da fehlt entweder das Subjekt oder das Objekt. Ja, kaufen ist ein transitives Verb. Braucht ein Subjekt und ein Objekt, das wird hier kodiert. Und deswegen müssen alle da sein, ansonsten ist der Satz nicht vollständig und dementsprechend auch nicht grammatisch. Coherence ist jetzt genau der umgekehrte Fall. Alle grammatischen Funktoren müssen auch vom Prädikat gefordert werden. Das heißt, ich kann nicht eine zusätzliche Nominalphrase hier reinbringen. Jemanden etwas kaufen funktioniert sogar, also das, kaufen als ditransitives Verb. Deswegen nehmen wir lieber das andere Beispiel. Das war der Soldat tanzt. Der Soldat tanzt die Frau. Wäre die Frau eine Figur, würde das funktionieren. Ja, also halt eben eine bestimmte Figur tanzen. Aber ansonsten geht das nicht. Oder der Soldat tanzt das Feld. Also betanzt wäre in dem Fall. Ne? Oder antanzen für der Soldat tanzt die Frau an. Gut, über antanzen wollen wir gar nicht weiter reden. Jedenfalls sind das dann andere Verben und hätten andere Lexikonanträge. Ja, tanzen hat hier tatsächlich nur ein Subjekt gefordert und deswegen darf keine weitere NP in diesem Satz vorkommen. Präpositionalphrasen gehen immer, örtliche Bestimmungen, zeitliche Bestimmungen und alle anderen, die Sie so kennen, können Sie in den Satz aber als Präpositionalphrasen einbringen. Gut, das soll es auch erstmal gewesen sein mit dem Kapitel Unifikationsformalismen oder Unifikationsgrammatiken, mit denen wir tatsächlich sprachliche Phänomene besser fassen konnten als mit reinen, kontextfreien Phrasenstrukturregeln. Und das braucht man zum Beispiel, ja, also im Normalfall ist es nicht die Aufgabe des Rechners zu beurteilen, ob ein Satz zu einer Sprache gehört oder nicht. Aber eine Analyse in Form von einem Syntaxbaum zurückzugeben, das schon. Oder halt tatsächlich auch einfach feststellen zu können, was ist denn jetzt hier das Subjekt dieses Satzes und was ist das Objekt? Ja, um zum Beispiel Analysen darüber fahren zu können, was denn Subjekte des Verbes bellen sein können. Ja, es werden vor allem Hunde oder Hundeartige sein, vielleicht auch wütende Männer oder was auch immer. Aber wenn man halt eben tatsächlich so eine Analyse machen möchte, eine quantitative, in einem Korpus, dann ist es halt eben ganz gut zu wissen, was ist das.
Was sind die verschiedenen Subjekte von Bell? Und das kann man halt eben feststellen, indem man über Unifikationsformalismen sehr viel besser herauskriegen kann, was im Nominativ steht. Ja, wenn man das halt eben tatsächlich an einem Namen nicht direkt erkennt, ja, der im Nominativ und im Akkusativ einfach gleich aussieht, kann das aber halt eben funktionieren über Adjektive, die da zugeordnet sind, oder über Determinierer oder was auch immer. Das Ganze sollten Sie nachlesen in Schieber oder in Christa Butt oder in beiden am besten. Ich hatte Ihnen vorhin hier diese relativ neue Einführung gezeigt in die Lexical Functional Grammar. Auch die haben wir im Institut, beziehungsweise ja, können Sie sicherlich auch irgendwo anders ausleihen. Ich werde das Buch mal verlinken. Das geht allerdings halt eben weit über das hinaus, was wir hier im Unterricht besprochen haben. Und Sie sollten auch eine praktische Übung machen, die ich auch wieder auf Ilias packe, nämlich, dass Sie doch bitte eine C- und eine F-Struktur für den Satz "Die Kinder spielen". Ja, dieser Satz ist auch wieder ein Dreiwortsatz, der funktioniert aber so wie der letztes Mal. Da habe ich Ihnen aber jetzt auch schon eine Beispielsyntax, eine Beispielgrammatik für zurechtgelegt, die Sie einfach nutzen können. Also zeichnen Sie diese beiden Strukturen und schreiben Sie das funktionale Gleichungssystem, was Sie dazu benötigen, auf. Und die Lexikonanträge eigentlich auch und die Syntax eigentlich auch. Ich spezifiziere die Aufgabe nochmal genauer in Ilias. Bis dahin bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen im Ride-Chat und in der nächsten Stunde. Auch schon mal das Vorschau zeigen. Hiermit sind wir jetzt fertig. Das heißt, es ist jetzt auch das letzte Video gewesen, was ich hier ganz allein bestreite, über eine Stunde oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, wie lange es heute geworden ist. In den nächsten 3 Stunden werden wir Referate von Ihnen hören und diese in einem Zoom-Meeting besprechen. Genaueres dazu gebe ich aber morgen nochmal im Riot-Chat bekannt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns.